Mua, mua, du. Ich auch. Wow. So, da sind wir wieder mit Most Wanted, wollte ich schon sagen. Carbon. Und das ist die vermutlich finale Session, in der es Richtung Ende geht, unserer kleinen Rennfahrerkarriere hier. What the fuck? Ja, wir müssen nur gewinnen, irgendwie mit der Wiper hier. Ja, ich habe jetzt mal die Konsole mit dem Internet verbunden. Ich habe ja sonst immer... Ich habe ja nur ein LAN-Kabel hier. Das andere ist ja am PC. Ich dachte, vielleicht habe ich ja Glück und dann funktionieren die DLC-Packs, die ich damals gekauft habe, aber nein. Ja, du, hör auf zu lachen, du bist eine Schande. Ich habe dich mit einer X7 voll abgezogen. Und jetzt, ey, ziehst du auch noch den legendären Challenger in den Dreck hier. Wow. Ja, wir haben ein Problem mit dem Auto hier. Wow, ist ein bisschen laut, glaube ich. Moment, dreh mal ein Dezibel weniger hier. Achtung, alle Einheiten. Ein Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit wurde gemeldet. In östlicher Richtung, alle Einheiten im Umkreis bitte melden. Problem bei der Wiper ist halt, die ist extrem schnell, aber hat halt ein sehr, sehr eigensinniges Handling. Also die ist kaum zu kontrollieren. Für Dragon wäre die super, aber jetzt haben wir noch die Bullen hier. Pass mal auf, dem erzähle ich mal eine Love Story. Oh! Du störst gewaltig. Ja, ist sehr unauffällig, der Wagen. Ja, ja, ja. Jo. Entschuldigung. Leute, die Frage ist ja, wie geht's weiter? Ne, die große Serie ist ja sozusagen vorbei. Underworld 1, 2, Most Wanted und Carbon waren ja sozusagen ein Paket, so storytechnisch. Ja. So langsam sieht das Street Racing echt so eine Nummer, ne? Die Polizei wird immer aggressiver hier. Die Zeiten sind vorbei. Vielleicht sollten wir gucken, ob wir nicht vielleicht mal an einem legalen Event teilnehmen. Legal Rennen fahren. Mal schauen. Als Maul. Der denn dafür eine Karre? 350 Z. Ich weiß nicht, was hier so lustig ist. Die Bullen gehen mir auf den Sack. Die weichen hier sogar den Verfolgungsstoppern aus und können mit einer Wiper mithalten, die Standarddinger hier, weißt du? Das ist gerade ein bisschen arg lächerlich. Das ist kein Need for Speed mehr, das ist hier nur noch Wams. Die Karre ist halt krass gestört. So, jetzt muss ich die Polizei abhängen. Die gehen momentan richtig auf die Nerven, ne? Neu freigeschaltet. Bremsen und Fahrwerk. Yeah, und der Onkel holt sich wieder ein Gebiet, ja? Ich mach euch fertig wie eine kleine Molly Heue. Dieses Wort hat keinen Sinn. Warum laber ich so einen Scheiß? Und Abflug!
einen Unfall und ist umstellt. Der Kerl macht keinen Ärger mehr. Wir haben ihn. Ich muss nur weg. Ich will den Sichtkontakt ziehen. Ich kann nicht drinbleiben. Ich habe ihn verloren. Lass uns das Gebiet durchkämmen. An alle in der Nähe, 1083. An alle Unterstützungseinheiten. Fahrzeug wurde zuletzt gesehen in Richtung Westen. Der Einsatz bleibt auf Code 3. Sektor wird abgesperrt. Bitte auf TAC-2 umschalten. Zielpositionen werden über das GPS zugewiesen. Ja, ja, mach das mal. Ich bedanke mich. So, da haben wir hier einen Sprint drin. Ja, wir haben noch ein paar Rennen zu fahren vor dem Finale. Ich würde sagen, wir holen uns die hier noch. Ah. Vielleicht schaffen wir ja die 100 Folge voll zu machen, aber sind ja noch ein paar, ne? Wir holen Canyon mit Nitro, jetzt wird lustig. Selbst das Monster kann man unter Kontrolle bringen. Wenn man vom Teufel spricht. Wie kommen die da hinterher? Unglaublich. Kaum um die Kurven hier denn auf. Ich glaube, wir müssen uns für den Notfall nochmal einen Evo tunen. Falls wir irgendwo feststecken. Aber dem fehlt natürlich auch noch ein bisschen was am Tuning. Bis er sein Handling entfalten kann hier. Schnell die sind, ne? Wow. Das ist Skyline dabei, ne? Heilige Scheiße. Nitro Reifenstufe 3. Schade, dass ich nicht hier in den Canyon fahren kann einfach. Hier kriegt man ein Auto. Da kriegen wir den Lamborghini Galliano. Drift. Ja, allein dafür schon den Lancer machen. Schauen wir mal. Ich brauche aber auch noch Geld für restliches Tuning. Deswegen wollte ich kurz gucken, dass wir erstmal alles freischalten. Bremsen und Fahrwerk Stufe 3. Da ist nochmal Tuning-Teile. Da sind nochmal Tuning-Teile. Da ist der Evo. Ja, also die zwei Ränder unten noch. Ne, hier auch. Stufe 3 Rennen. Hä, was ist das hier?
Motorstufe 3 Profi, ach so. Ja, will ich eher das freischalten. Er hat jetzt noch so ein blödes Canyon-Duell, aber. Gegen die alte da nochmal, aber die müssten wir eigentlich relativ schnell wegputzen. Ja, und hier auch nochmal Stufe 3 Profi. Ich brauche Rennpaket, habe ich das schon? Naja, was ist das denn hier? Ich hatte nicht gerade nachgeguckt. Ah ja, das ist ja das Auto. Jetzt haben wir eigentlich 18.000. Hier müssten wir nochmal ein Rennen fahren. Hier haben andere was eingenommen. Eigentlich auch egal, ne? Da ist aber auch ein Drift drin. Das Massenrennen können wir noch kurz machen, oder? Wir machen Feierabend. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach. Ja, komm, wir machen einfach Feierabend in der nächsten Folge. Holen wir uns nochmal die Tuning-Teile und dann gucken, ob wir den Evo haben. Ja, machen wir so, würde ich sagen. Hashtags auf 10 Minuten gestreckt hier, ne? Naja, so viel ich weiß, also normalerweise dürfte gar keine Werbung hier in der Mitte geschaltet werden. Maximal so eine kleine Einblendung, aber mehr nicht. Habe ich jedenfalls nicht selbst eingestellt, so. Noch nie. Na gut, dann bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, abonnieren und Glocke aktivieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ja, haltet die Ohren steif, ey.